Einer derjenigen ist natürlich der Fraktionschef Anton Hofreiter gewesen. Das Fresspaket ist ja schön und gut. Das ist auch reichlich gedeckt gewesen in diesem Korb. Aber für die Grünen bleibt unterm Strich ein leerer Korb übrig. Ja, es ist durchaus bedauerlich nach diesen harten Verhandlungen, dass da die FDP einfach panisch davongelaufen ist und man jetzt wieder am Anfang steht und unklar ist, welche Regierung es am Ende gibt. Was auffällt, ist, dass dieser Parteitag ungemein harmonisch abgeht. Es gibt ja auch nicht viel zu entscheiden, muss ich dazu sagen. Aber in der Tat hat die Partei das akzeptiert, was Sie da verhandelt haben. Also der große Aufstand ist ausgeblieben. Da hatte der ein oder andere ein bisschen Sorge. Es fiel aber auch Ihre Rede zum Beispiel auf, weil die sich etwas unterschieden hat. Sie haben doch ein bisschen Würze wieder reingegeben in diesen Flügelschlagenstreit, sage ich mal, dass Sie gesagt haben, es ist die letzte progressive linke Partei, die Grünen. Warum betonen Sie das so stark heute hier? Weil wir drei Parteien haben, die irgendwie sich selbst links oder Mitte links sehen. Und das ist die Linkspartei, die SPD und die Grünen. Und traurigerweise sind wir da die letzte Partei, die wirklich hart für die Rechte von Geflüchteten kämpft. Und die letzte Partei, die da geschlossen und gemeinsam und organisiert unterwegs ist. Und das ist eine große Verantwortung, nämlich dieses Land droht nach rechts zu rutschen. Und ich sehe nur noch uns, die in der Lage sind, da wirklich relevant was dagegen zu setzen. Aber Sie haben ja nun gerade diese Möglichkeit insofern verloren, als dass keine Mehrheit im Parlament da ist. Mit der CDU-CSU könnte man eine Minderheitsregierung machen. Darüber wird auch viel spekuliert. Wären Sie dafür? Das liegt jetzt erstmal an der CDU-CSU. Nämlich der Ball liegt da bei der stärksten Fraktion und der Ball liegt da bei Frau Merkel. Und Frau Merkel muss sich überlegen, ob sie so etwas wollen würde. Wir sind da skeptisch, aber selbstverständlich zu Gesprächen bereit. Mit Ihrer Bemerkung über die einzige linke Partei, ich weiß nicht, ob die Linke damit einverstanden wäre, aber ich weiß, wenn Sie meinen, Sarah Wagenknecht, dennoch kennen Sie ja selber das Problem, dass Einzelpolitiker nicht die Mehrheitsmeinung vertreten in einer Partei. Aber in der Tat, die SPD, der Sie jetzt den schwarzen Peter auch zuspielen, wie soll die sich denn Ihrer Meinung nach verhalten? Die ist ja in einer ganz misslichen Situation. Die SPD ist in einem Trilemma, in dem sie sich selbst gebracht hat, nämlich wenn es Neuwahlen gibt bei ihrer jetzigen Aufstellung, ist sie schwer dran, wenn es eine große Koalition gibt, dann muss sie ihr Wort, das sie gegeben hat, nicht regieren zu wollen, was sowieso schon mal ungewöhnlich war, zurücknehmen. Und wenn es eine schwarz-grüne Minderheitenregierung gäbe, müsste sie die tolerieren. Das heißt, für die SPD ist eine schwierige Lage, aber das ist die Sache der SPD. Und mir ging es darum, deutlich zu machen, wir brauchen funktionierende, progressive Kräfte in dieser Gesellschaft. Und ich sehe da im Parteienspektrum nur noch uns. Und das bedauere ich durchaus. Sie sind übermorgen auch beim Bundespräsidenten eingeladen, zusammen mit Katrin Göring-Eckert. Der wird wieder an die staatspolitische Verantwortung aller beteiligten Parteien und Politiker appellieren. Was bedeutet das für Sie? Naja, für uns bedeutet es einfach schlichtweg das, meiner Wahrnehmung nach, dass wir unseren Kurs weiterfahren. Nämlich, wir sind gesprächsbereit und wir sind bereit, Verantwortung zu übernehmen, wenn die Inhalte stimmen. Nicht der Vorwurf an die FDP ist ja nicht, dass sie nicht bereit war, eine Regierung einzugehen um jeden Preis. Der Vorwurf an die FDP ist, dass sie nicht bereit war, eine Regierung einzugehen, obwohl inhaltlich für sie viel auf dem Tisch lag und sie es inhaltlich nicht begründen können, warum sie nicht regieren. Ja, da wird immer gesagt, auch von der FDP, 237 offene Klammern. Und wenn man vor der Tür stand, hatte man auch so das Gefühl, dass mehr der Wunschgedanke war, dass man zusammenrutscht, als dass man es dann tatsächlich in den Politikfeldern getan hätte. Naja, diese 200 irgendwas offenen Klammern, das ist natürlich auch so ein bisschen Kindergartengequatsche, weil nämlich da waren Unmengen Trivialitäten dabei. Es gab entscheidende Punkte. Es war die Frage der Flucht und Migration. Es war die Frage des Klimaschutzes, es war die Frage der Finanzen. Und an dem Sonntag war erkennbar, dass in allen Bereichen große Bewegung aufeinander zu da war und bei allen drei Bereichen eine Lösung greifbar nahe lag. Wenn man das gelöst hätte, hätte man alle anderen Fragen sicher auch lösen können. Wo Sie mit der linken progressiven Partei gekommen sind, passt das überhaupt zusammen? Also wir standen vor der Tür und hatten immer das Gefühl, zwischen Grünen und CSU, das kann eigentlich nicht funktionieren. Interessanterweise war das gar nicht die Bruchstelle, sondern letzten Endes die Rivalität auch zwischen Grünen und FDP, die immer deutlicher wurde. Ich glaube, die Bruchstelle war eher etwas anderes. Die Bruchstelle war, dass die FDP versucht hat, die CSU in der Flucht- und Migrationsfrage rechts zu überholen. Und da wird die CSU ganz empfindlich. Aber da werden immer zwei unterschiedliche Ebenen verwechselt. Nicht die Inhaltsebene. Und da war es so, eher grün auf der einen Seite und schwarz-gelb auf der anderen Seite. Und die verantwortungsethische Ebene. Und bei der verantwortungsethischen Ebene stellte sich am Schluss raus, dass Union und Grüne beieinander sind und FDP auf der anderen Seite. Und ich kann immer nur eins sagen, nur weil man
in inhaltlichen Fragen sehr, sehr unterschiedlicher Meinung ist in politischen Fragen. Deswegen kann man trotzdem verantwortungsvoll und anständig miteinander umgehen. Und das haben CDU und Grüne von Anfang an gezeigt und am Ende dann die gesamte Union und Grüne. Aber das bedeutet nicht, dass man sich inhaltlich plötzlich ähnlich geworden ist, sondern einfach, dass man verantwortungsvoll miteinander umgeht. Ja, nicht nur nicht ähnlich geworden ist, sondern man war ja gar nicht nah beisammen. Zum Beispiel das Thema, was Sie verhandelt haben, Verkehr mit Herrn Dobrindt zusammen, da hat man ja kaum substanzielle Fortschritte gehabt. Wie viele Wochen, wie viele Monate wollten Sie noch weiter verhandeln? Auch beim Verkehr wäre sicher eine Einigung möglich gewesen, nämlich auch der Verkehrsbereich war zweigeteilt, nämlich bei ÖPNV und im Bahnbereich und auch im Fahrradbereich haben wir große Einigkeit erzielt. Beim Autobereich hat es etwas geclasht, in unseren Augen auch mit der Wirklichkeit. Nämlich die Dieselkrise wäre ja nicht weggegangen, nur weil wir das Problem in Sondierungsgesprächen nicht gelöst hätten. Deswegen die Kernfrage bleibt halt, sind vier Parteien zu viel für eine Koalition oder war die Zumutung, eine Partei links von der Mitte mit mindestens zwei Parteien, die sehr stark rechts von der Mitte stehen, zu koalieren? Ich glaube, die Frage war eher, ob man es will. Winfried Kretschmann hat immer gesagt, so eine Koalition ist möglich, wenn man sie will. Und ich habe den Eindruck, mindestens bei einem der vier, und ja, am Ende sah es so aus, nur bei einem der vier, aber das ist halt eins zu viel, der vier Partner, war der Wille nicht ausreichend vorhanden. Und wenn der Wille nicht vorhanden ist, dann geht es halt auch nicht. Das ist wahr. Anton Hofreiter, vielen Dank, Robert.